Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Folgt mir auf Twitter und Instagram. Habe ich zwar beides nicht, aber hey. Folgt mir auf Twitter und Instagram, damit ihr genau wisst, wann ich Twitter und Instagram habe. So oder so ähnlich, I don't know. Ich weiß nicht, wie das ganze Zeug funktioniert. Ich bin neu in diesem Business. Ich bin ja schon froh, wenn ich bei YouTube diesen Hochladebutton finde. Drive safe. Ist das? Haben wir ja bei der letzten Folge. Okay, kein Frachtschaden bekommen. Gut, dann geht's ja noch. Jetzt möchte ich mal gerne ganz gerne wissen, was ist eigentlich hier, was ist eigentlich los? Okay, doch, tatsächlich das Größte des Reifen. Ja, okay. Aber hier dürfen wir gerade eben wahrscheinlich ein paar Prozente bekommen haben. Und der Auflieger hat auch schon wieder 3% Reifen. Eieieiei. Ja, eben ist ja unser Auflieger. Ha! Ja, eben, das heißt, wir fahren auch schon eine Weile mit dem. Na klar. Ja. Lol. Da sollten wir vielleicht bald mal wieder in einer Werkstatt vorbeischauen. I guess. Ah, habe ich gerade eben, wer ist das? Müsli gegessen? Nein, nicht Müsli. Cornflakes. Es klebt mir ganze Scheiße an den Zähnen, Alter. Über diese Körner. Ich hasse Körner. Da werde ich mal ganz kornig. Ja. Apropos straight on. Wir machen mal straight die Musik wieder an. On. Ja. Kommt da was? Ja. Man geht hier wieder bergauf. Wetten kommen, sie kommen, sie sind wir an der Spitze und können schon Geschwindigkeit aufbauen. Bumm, nur 35. Haben wir die gleiche Scheiße. Aber wobei, nee, sieht relativ gerade aus. Sehr gut. Nächstes Mal muss ich nur richtig beschweren. Gerade Strecke hier. Na, oh, heute ist wieder Auffahrt. Ich sag's, da kommen wir auf schon Geschwindigkeit drauf. Bumm. Noch schlimmer, Alter. Einfach alles Kacke. Immer diese Kreditrahmen. Raten wir doch. Wie sieht das schon wieder nach Regen aus hier? Vor allem hinter uns ist alles blau. Da ist alles schon blau. Und vor uns einfach so. Bumm. Sehr schönes Detail. Ja, sagt man nicht wie bei anderen Spielen, sag ich jetzt einfach mal. Dass halt der Himmel, also wenn sich der Himmel überhaupt dynamisch ändert, dass er dann sich gleichmäßig ändert, sprich also sieht dann so aus, als wenn die Regenwolken einfach aus dem Nichts kommen. Ja, ich musste gerade mal das Auto da abdrängen. Sorry. Was soll ich gerade sagen? Genau. Sondern hier siehst du wirklich, dass die Regenwolken aus einer Richtung kommen. Und eben, wie halt beim echten, hast du auf der einen Seite siehst du die Wolken, auf der anderen Seite ist noch blau. Und wenn der Ring aufhört, siehst du, da ist schon blau und da sind aber noch die Wolken. Also angenommen, wenn der Wind von da kommt. Wenn der Wind von da kommt, genau andersrum. Und wenn der Wind von da kommt, dann ist das Ganze 90 Grad gedreht, dann brauchst du eine Vektortransformation. Was?
Ey, wir haben schon wieder 75 auf dem Tacho. Wann ist ein LKW so stark geworden? So kenne ich den gar nicht. Hammer nach Köln. Oh, weil der Himmel wird wieder blauer, kann das sein? Da sind noch ein paar Wolken. Aber hier vor uns und hinter uns. Wow. Ui, Entschuldigung. Vor uns und hinter uns ist relativ angenehm jetzt gerade wieder. Da hat sich der Regen da wohl nochmal anders entschieden hier. Ich dachte gerade, die kommt gleich. Was ist los mit dem Lied? Mann, Köln. Ach, jetzt sind wir 50er Gebiet. Warum macht das denn keiner? Boah, damit schon, warum die alle so langsam fahren. Ich muss bei sich auch wieder nach links. Rechts möchte ich doch. Jetzt sind wir vorbei. Nicht wirklich, ne? Der sieht doch, dass ich blinke. Warum? Was für Arschgeier. Auch noch 55er Gebiet hier. Aber ich dachte, wir sind auf der Autobahn und nicht in der City. Das ist ja schlimm.
Was? Mimi direkt feuern. Was ein Opfer in. Keine Ahnung. Du scheiß Bulle, du, was bist du mal hier? Hau dir da rein runter hier. Lass mal abdrängen hier, du Opfer, du. Guck mal hier, kann ich auch, du Affe, ey. Komm dich mal besuchen hier, ha? Mit Peitsche und Trompete, was? Warum die Trompete? So musikalisch bin ich gar nicht. Wenn du mich jetzt hier obbremst, checkst, dann check ich mal kurz deinen Heckspoiler. Vor allem krank, wie wir hier die ganze Zeit mit 75 fahren können. Das wären einfach so um die 120 km/h, ja. Schon schnieke. Jetzt sind wir 50% schneller als wir hier fahren dürfen, ne? Mit unseren gerade mal 80. Das ist schon ein dezenter Unterschied. Das Witzige ist halt, ich meine, eine Meile ist zwar irgendwie das 1,6-fache von einem Kilometer, aber trotzdem verschwinden die Meilen hier genauso schnell, ne? Weil eben in Europa darfst du halt 80 km/h fahren und hier darfst du fast 80 Meilen pro Stunde fahren. Jetzt also jeweils fast 80, ne? Das heißt, die Entfernungen wirken zwar weiter, wenn man aber sich so, weiß nicht, auf dem Navi oder sowas die Entfernungen mit den Zahlen runterrattern sieht, dann kommt er genauso schnell vor wie in Europa. Machen wir schon wieder 80.000, geil, Alter. Auf Nivel 65, ernsthaft. Das ist aber nicht so nett. Ich kann es mal ein bisschen Englisch, aber das versteht keine Sau. Oh, bald müssen wir noch pennen gehen, sehe ich gerade. Na, 4 Stunden haben wir noch. Das ist doch ganz praktisch. Jetzt ist nämlich so fast 20 Uhr. Können wir also wieder schön pennen gehen, wenn es dunkel wird. Das ist doch geil. Das sieht geil aus mit der Autobahn da. Ah, immer cool. Immer schön anzusehen. Aber. Ja. Auf dem Opfer. Bremst ihr einfach direkt neben mir. Und los mit dem Jungen. Ach, klingt besser. Affe. Können wir vielleicht wieder links fahren? 75 fahren wir doch. Ja! Da zum Beispiel. Ja da. Oh, das passt ein Lied dafür. Devil in a rage race. Call 911, I'm a kid.
Ja, Mann, so muss man fahren. Easy. Wir dürfen sogar 80 fahren. Ist das nicht geil? Weil da endet sogar unser Tacho. Holy shit. Haben wir so ungefähr noch 130 auf dem Tacho, ne? Also kmh. Heiliger Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob unsere Auflieger überhaupt für so viel zugelassen sind. Aber ich meine, bei 30, bei 3 Aufliegern, da musst du echt schon aufpassen, weil die halt relativ schnell ins Schlingern geraten können, ne? Wenn so mehrere Auflieger mit 80 Sachen anfangen rumzuschlingern, das nicht gut. Definitiv nicht gut. Da musst du also ganz doll aufpassen, dass du wirklich nur so ganz sachte lenkst. Weil wenn du dann wirklich anfängst, hier so kurz hin und her zu lenken, weil du, weiß nicht, irgendwo ausweichen möchtest oder sowas, dann gute Nacht. Ey, komm, so weit war ich gar nicht auf deiner Spur, jetzt krieg dich mal ab. Ernsthaft, Alter, macht er hier volle Drama-Queen hier. Das sieht hier schon geil aus, die Gegend, Alter. Auch für diese abgeschnittenen Felsen. Aber jetzt auch hier dieser Schuttberg da. Oder Steinberg, I don't know. Das sieht ja alles schon echt geil aus. Holy shit. Vor allem, wie wir halt einfach mit 80 durchballern können. Ah, schon krass geil. Oh, doch nur 70. Und 60. Oh, die schöne Zeit ist vorbei. Ja, dafür müssen wir mal gucken, wo wir eigentlich mal pennen gehen, ne? Weil so viel Zeit haben wir nicht mehr, bloß noch 2 Stunden. Na, vielleicht finden wir bald eine relativ gut gelegene Raststätte. Gut, ein Glück fahren wir nur noch mit 60, weil hier durch die Kurven will ich jetzt nicht unbedingt mit 80 durch. Ich glaube, da hätten wir definitiv ein paar Auflieger verloren. Apropos übrigens, 911, I'm a killer. Ich habe ja letztens auch von, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, Cornhill oder so. Murder in my mind. Ah, sieht das auch geil. Kann ich hier natürlich nicht mit einfügen, weil ich glaube nicht, copyleft. Sondern das ist halt ein ganz normales Lied von einem ganz normalen, Autor. Heißt Cornhill. Dementsprechend kann ich das natürlich hier nicht einfügen, wegen GEMA, klar. Aber wie gesagt, ist geil.
Ah, 475. 45. Ich finde, man müsste mit dem LKW immer so schnell fahren, dass man die Reifen hört. Ja, so wie. Dann fährt er schnell genug. Oh, Dämmerung setzt ein. Ja, wobei er Sonnenuntergang für mehr. Dämmerung ist noch lange nicht. Hört ihr das, diese Reifen? Dass sie jetzt immer lauter werden? So, das Feeling, das braucht man. Dann weißt du, du hast die richtige Geschwindigkeit. Vor allem in der Innenstadt. War da gerade ein Fußgänger? Dass sie alle so rumtuckern müssen, ey. Oder wäre die Straße so uneinsehbar? Ich hoffe, es kommt genügend Verkehr. Leute, ihr 70 erlaubt, was ist denn los mit euch? Ja, gleich auf der Spur bleiben. Ich glaube kaum, dass der rechtzeitig schafft zu beschleunigen. Oh, da ist die Polizei. Oh, da vorne ist der Gegenverkehr. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Hallo Polizei. Gut, jetzt müssen wir leider auch auf der Spur bleiben, weil es doppelt durchgezogen die Linie. Und ich meine, vorhin haben wir zwar auch die Linie überstritten, aber da war keine Polizei in der Nähe. So, Polizei abgehängt, jetzt nochmal wieder. Und jetzt noch. Oh, wir haben schon viel mehr als 70. Uhu. Ey, komm, sind ja aber auch eng, ey. Heilige Scheiße. Hier mit 70 durchheizen. Ihr seid doch verrückt. Oh, ho, 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 ho. Ja. Gut, ich glaube, bei der nächsten Raststätte müssen wir reinfahren. Weil A wird dunkel, B Bett wird rot, C wir müssen Vollpause machen. Und D 4 A, B und C. Bahnübergang. Alter, Kurve. Wie kann diese Straße hier für 70 zugelassen sein? Weißt du, vorhin die Autobahn, also die Freeway-Kreuzung, ja, die war gerade mal für 55 zugelassen und hier bei den Enkoven wird auch so 70 fahren. Ja, moin. Haben wir Vorfahrt? Ich glaube, ja. Tschüss. Eieiei. Gut, wie lange machen wir hier schon Folgenpause? Keine Ahnung, wann wir die nächste Autobahn, die Raststätte finden. Weil hier ist gerade auch so ein schöner Ort zum Pause machen. Warum kann ich jetzt nicht einfach schlafen gehen? Das ist doch kacke. Gut. Das wäre ein so schöner Ort. Nee. Na gut. Bis zur nächsten Folge.